dass er älter ist als ich. Das schadet nichts, das ist vielleicht sogar recht gut. Ist er doch nicht alt. Er ist gesund und frisch und so soldatisch und schneidig. Und beinahe könnte ich sagen, ich wäre ganz und gar für ihn, wenn er nur nicht, ja, wenn er nur ein bisschen anders wäre. Du glaubst ja gar nicht, wie ehrgeizig ich bin. Eigentlich habe ich dich nur aus Ehrgeiz geheiratet. Aber du musst nicht so ein ernsthaftes Gesicht dabei machen. Ich liebe dich ja. Wie heißt es, wenn man einen Zweig abreißt und die Blätter von Herzen mit Schmerzen über alle Maßen? Abwechslung ist des Lebens Reiz. Eine Wahrheit, die freilich jede glückliche Ehe zu widerlegen scheint. Wenn es glückliche Ehen gibt, die meinige ausgenommen. Effi. Es war ihr, als wandle sie eine Ohnmacht an. Wo haben die Briefe gelegen? Ganz zu unters, gnädiger Herr. Unser Ehrenkultus ist ein Götzendienst. Aber wir müssen uns ihm unterwerfen, solange der Götze gilt.